Hi guys, and welcome back to Lingoni. My name is Jenny, and today we're going to learn the personal pronouns in the accusative case. You learned all about the accusative case in a previous lesson, but let's review it. So let's take a look at the sentence, Ich habe einen Hund. I have a dog. In this sentence, we have a subject. The subject is ich. I'm the one that has the dog, ich. And the thing that I have, the dog, that's the direct object. And the direct object takes the accusative case. The subject, which is ich, takes the nominative case, and the direct object takes the accusative case. You'll have to remember that. Ich habe einen Hund. Let's take a look at the sentence, I need a pen. Ich brauche einen Stift. Ich is the subject of the sentence. It takes the nominative case. Einen Stift is the direct object and it takes the accusative case. Ich brauche einen Stift. But you can also say, I need it instead of I need a pen. So you can also use a pronoun. In that case, in German, you would say, Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. I need it. Ihn is a pronoun and it replaces einen Stift. Let's take a look at all those personal pronouns. They are mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, sie. You'll have to memorize those. So in English, for instance, mich would be me, dich would be you, ihn would be him, sie would be her, es would be it, uns would be us, euch would be you guys or you all, sie would be them, and sie with a capital S would be the formal you. Let's take a look at some examples. Let's start with mich. Sie mag mich. She likes me. Sie mag mich. Sie kennen mich. They know me. Sie kennen mich. Du brauchst mich. You need me. Du brauchst mich. Anna lobt mich. Anna praises me. Anna lobt mich. Arthur kritisiert mich. Arthur criticizes me. Arthur kritisiert mich. Linus hasst mich. Linus hates me. Linus hasst mich. Pretty simple so far, right? Let's continue with dich. Heiko ruft dich. Heiko is calling you. This is not calling on the phone, but he's calling you. He's calling your name, for instance, because he's in the living room and you're in another room. Heiko ruft dich. Liebt dich. He loves you. Liebt dich. Wir mögen dich. We like you. Wir mögen dich. Sie brauchen dich. They need you. Sie brauchen dich. Ich liebe dich. I love you. Ich liebe dich. Sie kennt dich. She knows you. Sie kennt dich. Let's continue with ihn. We already had that first example. Ich brauche einen Stift. I need a pen. Stift in German is masculine. So you would use the masculine pronoun. So you would say I need him instead of I need it. Because pen is masculine in German. You don't have that phenomenon in English. So, ich brauche einen Stift oder ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Ich vermisse ihn. I miss him. Ich vermisse ihn. Ich vergesse immer meinen Schlüssel. I always forget my key. Ich vergesse immer meinen Schlüssel. Schlüssel is also masculine in German. So, if you use a pronoun, you have to use ihn. Ich vergesse ihn immer. Ich vergesse ihn immer. You cannot say, ich vergesse immer ihn. That doesn't work. As soon as you use a pronoun, the
time indication comes after the pronoun. So you have to say, ich vergesse ihn immer. Doesn't work the other way around. Ich suche den Hund. I'm looking for the dog. Or using a pronoun, ich suche ihn. Ich suche ihn. Ich verpasse oft den Bus. I often miss the bus. Or using a pronoun, ich verpasse ihn oft. Ich verpasse ihn oft. Sie. Er repariert die Waschmaschine. Or using a pronoun, er repariert sie. Er repariert sie. Ich mag sie. I like her. Ich mag sie. Ich hasse sie. I hate her. Ich hasse sie. Actually, these two sentences could also mean I like them. Ich mag sie. I like them. Or I hate them. Ich hasse sie. So there's no way to distinguish here. We have to distinguish from context. So the context tells us if it's they or if it's she or her. Ich kaufe die Lampe. I'm buying the lamp. Or using a pronoun, ich kaufe sie. Ich kaufe sie. I'm buying it. Ich trage eine Jacke. I'm wearing a jacket. Ich trage eine Jacke. Or using a pronoun, ich trage sie. Ich trage sie. Ich buche eine Reise. I'm booking a trip. Ich buche eine Reise. Or using a pronoun, ich buche sie. Reise is feminine, so we have to use sie. Ich buche sie. Es means it. Ich vergesse immer mein Portemonnaie zu Hause. I always forget my wallet at home. Ich vergesse immer mein Portemonnaie zu Hause. Portemonnaie is neutral in German, so using a pronoun we would have to say ich vergesse es immer zu Hause. Ich vergesse es immer zu Hause. Ich kenne das Museum. I know the museum. Ich kenne das Museum. Or using a pronoun, ich kenne es. Ich kenne es. Ich fahre das Auto. I'm driving the car. Ich fahre das Auto. Or using a pronoun, ich fahre es. Ich putze das Pferd. I'm grooming the horse. Ich putze das Pferd. Pferd is neutral, so using a pronoun, it would be ich putze es. I'm grooming it. Ich putze es. Ich schließe das Fenster. I'm closing the window. Ich schließe das Fenster. Or using a pronoun, ich schließe es. Ich schließe es. Ich öffne das Tor. I'm opening the gate. Ich öffne das Tor. Using a pronoun, ich öffne es. Ich öffne es. Now let's take a look at uns, which means us. Er sieht uns. He sees us. Er sieht uns. Daniel vermisst uns. Daniel misses us. Daniel vermisst uns. Kira versteht uns. Kira understands us. Kira versteht uns. Der Lehrer ignoriert uns. The teacher is ignoring us. Der Lehrer ignoriert uns. Ihr braucht uns. You guys need us. Ihr braucht uns. Sie kennen uns. They know us. Sie kennen uns. Euch means you guys or you all. For example, ich höre euch. I hear you guys. Ich höre euch. Ich sehe euch. I see you guys. Ich sehe euch. Ich brauche euch. I need you guys. Ich brauche euch. Philipp versteht euch. Philipp understands you guys. Philipp versteht euch. Sie vermisst euch. She misses you guys. Sie vermisst euch. Er mag euch. He likes you guys. Er mag euch. Next one is sie with a lowercase s, which means them. Ich sehe die Kinder. I see the children. Ich sehe die Kinder. Or using a pronoun, ich sehe sie. Ich sehe sie. Ich trage die Stiefel gern. I like wearing the boots. Or using a pronoun, ich trage sie gern. I like wearing them. Ich trage sie gern. Ich benutze die Werkzeuge. I'm using the tools. Ich benutze die Werkzeuge. Or using a pronoun, ich benutze sie. Ich benutze sie.
Ich brauche die Informationen. I need the information. Or using a pronoun, ich brauche sie. Ich brauche sie. Jacqueline liest E-Mails. Jacqueline is reading emails. Or she's reading them would be Jacqueline liest sie. Jacqueline liest sie. Nico dreht Videos. Nico is filming videos. Or using a pronoun, Nico dreht sie. Nico is filming them. Nico dreht sie. Sie with a capital S is the formal you. Ich höre sie. I hear you. Ich höre sie. Ich sehe sie. I see you. Ich sehe sie. Silvia kennt sie. Silvia knows you. Silvia kennt sie. Herr Schmitz braucht sie. Mr. Schmitz needs you. Herr Schmitz braucht sie. Frau Meier versteht sie. Mrs. Meier understands you. Frau Meier versteht sie. Katharina sucht sie. Katharina is looking for you. Katharina sucht sie. All right, now you know the personal pronouns in the accusative case. If you want to do some more practice, make sure to go to lingoni.com. We have a ton of worksheets for you to practice. We have interactive exercises, and we also have a pronunciation tool so that you can practice German pronunciation. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.